Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen Platin hier auf meinem Kanal. Das Ganze machen wir heute mal mit Angels with Scully Wings. Ja, ihr seht es ja hier schon auf dem Bildschirm. Das Ganze gibt es für 9,99 € im PSN Store zu kaufen. Ist sogar Cross-Buy PS4 und PS5. Das heißt, wir bekommen für einen Kauf wieder zwei Versionen und haben natürlich wieder die Möglichkeit, Doppelplatin zu machen. Und ihr könntet das Ganze natürlich auch noch im US Store kaufen, wenn euch das zusagt, das Ganze. Ja. Dort kostet das Ganze natürlich auch 9,99 $. Und insgesamt gibt es bei dem Ganzen hier 63 Trophäen. Ja, das Ganze ist jetzt zwar nicht in 10 Minuten gemacht, dauert ungefähr eine Stunde, aber ja, für 63 Trophäen, ja, und für den Preis eigentlich ganz okay. Und ich würde sagen, wir hauen das Ding wie immer direkt mal an und zeige euch, wie das Ganze hier funktioniert und wünsche euch natürlich wieder viel Spaß bei meinem Guide und ja, hauen wir mal rein. Leider ist das Game nicht auf Deutsch, also wir haben hier leider nicht die Möglichkeit, das Ganze auf Deutsch zu stellen. Dementsprechend müssen wir das Ganze wieder auf Englisch hier machen, ja. Ihr wisst, mein Englisch ist nicht ganz so gut und bevor ich ein Wort mal falsch lese, werde ich nicht immer alles vorlesen. Ja, wenn ich, manchmal sage ich dann auch einfach Option Nummer 1, 2 oder 3, ja. Macht es auch vielleicht ein bisschen einfacher, ja. Zwischendurch werde ich natürlich auch mal lesen, damit ich jetzt nicht immer eine Stunde lang, ja, Option 1, 2, Option 1, 2 sage, ja. Also, ja, nur mal das schon als kleine Info vorab. Aber ich denke, bekommen wir wieder gut hin, ja, so wie eigentlich immer bisher, ja, bei diesen textbasierten Games hat ja bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Gut, als allererstes gehen wir mal hier in die Optionen rein, da können wir hier noch auf Audio, ja, können wir Musik, ich denke, es ist nicht allzu laut, ich denke mal nicht, dass es stört. Ja, kann man eigentlich so lassen. So, dann gehen wir hier auf Text. Machen hier Textspeed, machen wir natürlich ganz hoch. Auto-Forward-Time machen wir ganz hoch. Hier machen wir bei Skip All Messages und hier bei After Choices machen wir Keep Skipping. Ja, ich denke, die Optionen sollten soweit passen. Jawohl, sieht gut aus, denke ich. Und schließen das Ganze wieder und ja, starten ein neues Spiel. Ich denke, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind es 3 oder sogar 4 Spieldurchgänge bis zur Platin. Also wie gesagt, das Ganze dauert maximal hier eine Stunde. Und let's go. So, hier müssen wir jetzt irgendeinen Namen eingeben. Ja. Ich werde jetzt einfach mal meinen YouTube-Namen nehmen. Aber was ihr da für einen Namen nehmt, das ist es eigentlich relativ egal. So, zack. Da könnt ihr jetzt einfach noch eine Farbe auswählen. Wo sind wir hier? Meine Lieblingsfarbe zum Beispiel ist grün. Also wähle ich hier einfach mal hier grün. Und dann gehen wir hier auf Yes. Zack. Und let's go. So, hier nehmen wir direkt die erste Option hier. So, dann geht es hier weiter mit Don't Shake His Hand. Dann Just Like You, oder Just Like You, besser gesagt. Sure, why not? So, da gibt es schon die erste Trophäe, ja. Das Ganze bestätigen wir hier mit Yes. Dann nehmen wir hier direkt die erste Option. Dann nehmen wir hier, oh, it's a dragon. Dann nehmen wir hier Today's Special. I'm not sure. What a creep. No shoes, Scully Face. Und da gibt es natürlich wieder direkt die nächste Trophy. Und dann nehmen wir hier Actually I Do. Dann nehmen wir hier Look Elsewhere for Hints. Look at the bookshelf, bookshelf. Look at an individual book. Zack. Wo ist es? Ja, oben direkt Nummer 1 wählen wir hier. Dann wählen wir wieder Nummer 1. Born to Surf. Price and Prayer.
Und hier wählen wir direkt Option Nummer 1. Dafür gibt es dann wieder eine Trophäe. Jawohl, da ist er auch schon. So, dann nehmen wir hier Go Back. Wir haben auch keine andere Wahl. Wir nehmen wieder Go Back. Look in the bedroom. Look inside the cabinet. Take some. Take some. Take some. Go back. Go back. Look in the kitchen. Und look in the fridge. Und jetzt hier nehmen wir hier diese Option. Crack open an egg and look inside. Das machen wir jetzt nochmal und nochmal und nochmal, so lange, bis eine Trophäe kommt. Ah, da ist er auch schon. Sehr nice. So, wie ihr seht, ist die Auswahl jetzt auch dementsprechend hier weg. Und nehmen hier Option Nummer 3. Na, gibt's direkt schon die nächste, Daredevil. So, hier nehmen wir wieder Go Back. Look in the pantry. Date. Fick. Ja, hört sich jetzt bei uns in Deutschland natürlich schon natürlich wieder anders an. Ja. Dann nehmen wir hier Peer. Und Crepe. Dann sollte eine nächste Trophäe kommen. Da ist er auch schon. So, dann geht's hier weiter mit Lemon. Guess I did. Option Nummer 3. Just spit it out already. I think I'm alright. I'm not sure. I hope so. Und hier wählen wir Option Nummer 1 direkt. Und das Ganze machen wir 20 Mal. Ja, also sollten ungefähr 20 Mal sein. Also so lange einfach nochmal, bis die Trophäe sich freischaltet. Wie gesagt, immer hier Option Nummer 1. I respectfully decline. Es nervt mich irgendwie, dass ich da immer dann mit dem Steuerkreuz da von da unten da hoch muss, anstatt da gleich da oben bei der Schrift bleibt. Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Aber gut. Ist nicht zu ändern. So, da ist er auch schon. Und ja, wenn wir die Trophäe jetzt hier haben, wählen wir hier dann I will help you. Dann nehmen wir hier direkt Option Nummer 1. Dann Option Nummer 2. Wieder Option Nummer 2. Und hier wählen wir It was suicide. Wieder Option Nummer 2. Hier haben wir keine andere Auswahlmöglichkeit. Hier Option Nummer 1. It actually doesn't. Dragons don't use knives. Hier Option Nummer 1. It makes him look cooler. He lost his gun. Hier müsste es Option Nummer 3 sein. Jawohl. Option Nummer 2. Hier haben wir keine andere Möglichkeit. Hier wählen wir the one on his chest. The ones on his wings. The one on his neck. Also haben wir ja sowieso nichts anderes. He was hemophiliac. Also wie ihr seht, mein Englisch ist wirklich nicht gut. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich gebe mir wirklich viel Mühe, aber ja. Also Option Nummer 1, ne? Ja. So.
Option Nummer 1. this isn't blood. He was dragged here after he died. He committed suicide. He died here. Da haben wir sowieso nichts anderes. He is a vampire. Hier wählen wir... Blub. Ah ja, Option Nummer 2 war das hier, genau. Hier ist es auch wieder Option Nummer 2. Wieder Option Nummer 2. Option Nummer 1. Bleibt sowieso nichts anderes übrig. Wieder die Option Nummer 1. Wieder 1. Nochmal die 1. Und nochmal die 1. Meet with Remy. Hier wählen wir Option Nummer 3. Option Nummer 1. Option Nummer 3. Option Nummer 1. Hier Nummer... Ja, Nummer 2, I'm sure. Hier Option Nummer 1, Meet with Anna. Hier Option Nummer 1. Nochmal die Nummer 1, I saw everything. Hier Nummer 3, I see. Option Nummer 2. Und nochmal Option Nummer 2. So, jetzt sind wir schon im Chapter 2. So, hier werden wir Option Nummer 2. Say nothing, Option Nummer 1. I guess so, Option Nummer 1. Hier werden wir for protection. I have no idea. Hier wählen wir Option Nummer 1. Hier wählen wir auch Option Nummer 1. So you think it was Reza? how about no? Visit the production facility. Hier müsste es auch Option Nummer 1 sein. Has Reza been here frequently? How long have you known Anna? What kind of research is Anna doing? What kind of research are you doing? That's all. Ja, da ist die nächste Trophy schon. Visit Tatsu Park. Look at the map. North towards Tatsu Avenue. Open the hatch. Press the first button. Press the second button. Turn the lever counterclockwise. Da ist die nächste Trophy. Rest on the bench. Da ist die nächste. Examine the fallen leaves. Go back. Search the shrubbery. Search the pavilion. Stop searching the park. Okay, then start talking. You wouldn't understand. Say nothing. That sounds like him. To be honest, I don't know. Say nothing. Da gibt's die nächste Trophy. Dann geht's weiter mit Meet with Lorem. I almost didn't. I already regret coming here.
Oh, you said this was going to be about something serious. You're right about that. I can't help. Also ich denke, ich muss nicht immer den ewig langen Satz vorlesen. Also den Anfang, denke ich, reicht. Leaf. Meet with Price. I don't usually drink. Tough. Press him about wanting to go to a bar. Sorry, that's not what I meant. It raider enough. Da gibt's schon wieder die nächste Trophy und wir sind jetzt in Chapter 3. So, the worst possibility. Bryce wouldn't let me say no. No. Visit the police archives. So, und hier an der Stelle müssen wir auf jeden Fall mal einen Speicherstand anlegen. So, wo geht das hier? Safe, da haben wir es schon. Machen wir natürlich auf Speicherplatz Nummer 1. Also wir müssen auf jeden Fall mehrere anlegen bei dem Ganzen hier. Back. Genau. So, ich vergewissere mich nur ganz kurz, ob ich das jetzt auch... Jawohl, passt. Alles klar, okay. Können wir wieder raus. Und wählen jetzt Sure, I help you. Ah, müssen wir das Ganze wieder skippen. Da ist die Trophy. Go to the portal. Meet with Katsuharu. So, müsste eigentlich jetzt die nächste Trophy kommen. Da ist er auch schon. So. Jetzt laden wir den Speicherstand, den wir gerade eben angelegt haben hier. So, den hier. Yes. Und wählen jetzt hier Option Nummer 2 aus. Und hier wählen wir Option Nummer 4, also die letzte hier. Rummage, Truth, the Trash. Ah, gibt es die nächste Trophy hier. Und hier wählen wir Play a Prank. So, gibt es die nächste Trophy, Prankster. Dann wählen wir hier Stay Inside and Call the Police. Visit the Store. Order some lunch. Well, thanks for the food. Close the door. Und jetzt sind wir in Chapter 4. Und legen hier sofort wieder einen Speicherstand an. Ja, auf Safe Platz Nummer 2. Zack. So, hier auf Back. Und jetzt wählen wir hier Let me go in first. Take the axe to the hatchery. Infit him. So, gibt's direkt die nächste Trophy hier. Take the bandage to the facility heißt das, glaube ich. Wird das ausgesprochen? Facility, genau. Take the bandage to the facility. So, hier natürlich meet with Kevin. I don't think that will be necessary. Well, you better get going then. Ah, gibt's die nächste Trophy. Go alone. Jetzt müssten zwei Trophys kommen. Oh, warten wir mal noch kurz. Yes, okay. Haben wir bis hierher alles richtig gemacht. Sehr nice. So, dann laden wir jetzt unseren Speicherstand Nummer 2 und wählen hier jetzt Alright. Visit the witness. Rest in your apartment. yes, I want to skip ahead. Go alone.
So, und somit haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Spieldurchgang hinter uns. Ja, und beginnen jetzt direkt mit dem zweiten Spieldurchlauf. Ja, wir starten ein neues Game. So, skippen natürlich das Ganze hier wieder. Shake his hand. I bet he'd win in a fight with mine tough. Sure, why not? Yes. Yes, I want to skip ahead. I guess so. They were inflicted with a sharp implement. It could have only been someone with hands. He did not want to make any noise. Also wie gesagt, wenn ich da mal ein oder das andere Wort nicht richtig ausspreche, wie gesagt, nimmt's mir nicht übel. the one on his neck. He died here. He frogged back. Also Option Nummer 2 hier. So, nice. Die nächste Trophäe am Start. Well, I'm a human. Guess so. To be fair. Ja, Entschuldigung. Meet with Remy. So, hier ganz oben der. Not like I had anything better to do. So basically you are an expert on everything. I was interested in what you said the other day. Alright, how do I fit them in alphabetically? Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Wir wählen Option Nummer 3. Ja, solange wir noch ein bisschen drüber lachen können, muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Na, also, Spaß gehört auch dazu irgendwo. Das Leben ist schon ernst genug, Leute. So, hier wählen wir That Does Sound Very Intuitive. Wo ist es denn hier? Ah, hier unten. Show More Books. The Inception. Show More Books. The First War. Also nicht The Third, ja, sondern The First. Also hier Option Nummer 3. The Tribe. Oder The Tribe. The Second War. The Invention. The Park. The Third War. Und keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist eh nur das einzigste. Und da gibt es die nächste Trophäe hierfür. Sehr nice. So, hier wählen wir Option Nummer 3. Hier, sure thing. Sorry. Actually, I am. That's pretty cool. Hier Option Nummer 1. Und direkt nochmal Option Nummer 1. Und jetzt hier dreimal hintereinander wait. So, zack, gibt's die nächste Trophy. Hier wählen wir look at this computer. I think I broke it. I got borrowed. Actually, I do. I'd like to know more about your human meats. Order some lunch. Oder lunch. Hey. Hier wählen wir hier das. You are so good, why don't you come in? Maybe there's more to it than that. Well, can you? Nothing special. You must be the most overqualified delivery flyer in history then. Ever something
Where can I watch that? Also Option Nummer 3 hier. That's not really a question. Dragons are noble creatures. Kreaturen. Option Nummer 3. Nochmal Option Nummer 3. I wasn't really my kind of thing. I'll check it out when I have the time. So, jetzt hier dreimal yes. So. Well, you started. Which part of your body is the most ticklish? World peace. What do you think is your biggest physical flaw? I think they're cute. Enjoy life to the fullest until the last moment. What's your biggest regret? Remove your headgear. Ah, vielleicht lerne ich ja so mal ein bisschen Englisch, wenn ich sowas ein bisschen öfter mache. Ja. Wie gesagt, ich hatte halt leider nur Französisch in der Schule. Es tut mir wirklich leid. Aber ich hoffe, es ist soweit in Ordnung. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ja, wenn ich das beim nächsten Mal dann lieber mit Option 1, 2 oder 3 komplett machen soll, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, ja, also keine Scheu, ich bin da auch echt dann nicht böse, ich akzeptiere das, ja, aber wie gesagt, ich gebe mir wirklich Mühe da, dass ich das, soweit es geht, gut, ja, ausspreche alles. So, jetzt sind wir hier schon in Chapter 2. Yes, I want to skip ahead. Visit the library. Has Visa been here frequently? What did Edin want from you? How are you doing? That's all. Visit the grocery store. Who was that? Do you remember Visa coming here? Just browsing for now. Look at the breed selection. Look at the produce. Look at the meat. Look at the health. Azel. Go back. Da gibt's hier den Window-Shopper. Ja, die Trophy. So, hier leave. Geht eh nichts anderes. Und yes, I want to skip ahead. Jetzt kommt die nächste Trophy. So, dann geht's hier weiter mit Meet with Edin. Also hier die letzte da. What a shame. And that's very nice of you. Don't just focus on the bad things. I'm not sure what to accept. Ah ne, expect. Aha, seht ihr? Hier wählen wir your decide. I've been dreaming of fire. I don't know. That dream stuff wasn't so bad. Sure, why not? I prefer to take the reins. Lemon ice cream. Stay at home, parent. What a shame. That's what I was looking forward to. Future. I think I know what this refers to. Now you can finally put in the trash where it belongs. What an actual human in front of you is not enough. I can try. Meet with Remy. It's no problem, really. Anything will I do. Anything will do. Oh, look at the pictures. Dreimal.
Zack, nächste Trophy hier, Memories. I suppose so. Nothing in particular. It is delicious. There is none. I like the people. Glad to hear it. I wouldn't mind playing some of your video games. I agree. Yes, that's what I mean. I'm up for some desert. Ask him if he needs help. You don't need to apologize. Can't you report here to a superior or something? I don't know. Yes, I want to skip ahead. Und jetzt machen wir nochmal einen Speicherstand anlegen hier auf Safe-Platz Nummer 3. Und wählen hier jetzt Visit the Store. Follow Vara. Jetzt gibt die Trophy Stalker. Stay inside and call the police. Visit the production facility. Da gibt es nochmal zwei Trophys für. Sofern wir alles richtig gemacht haben hier. Jawohl, sehr nice. Hier werden wir wieder Meet with Remy. Can't say I have. It's pretty romantic. I used to. We have a lot of time. Und jetzt legen wir wieder einen Speicherstand an in Slot Nummer 4. Und wählen jetzt hier, have you ever talked to a professional about this? There is. That's very dishonest. It love living here. Don't say that. Who says you can't? I like you as more than just a friend. Get some well deserved rest. Yes, I want to skip ahead. I'll do it. Take the eggs to the hatchery. Excuse yourself. Sorry, I was just busy. Take the PDA to the library. Yes, I want to skip ahead. Meet with Remy. Yes. They are pretty interesting. Let's try some together then. An interesting afternoon. It's alright. I'll also take the meatballs. Kiss him. Get some well-deserved rest. Remy. So, müsste wieder zwei Trophys geben. Jawohl, nice. Dann laden wir Speicherstand Nummer 4. Und wählen jetzt hier, I remember you said that you always wanted children. Yes, I want to skip ahead. I like you as more than just a friend. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. I'll do it.
Take the axe to the hatchery. Excuse yourself. Sorry, I was just busy. Rest in your apartment. Yes, I want to skip ahead. So, das ist schon die nächste Trophy hier. Meet with Remy. Yes, I want to skip ahead. Yes, I want to skip ahead. Kiss him. Get some well-deserved rest. Remy. So, jetzt müssen wieder zwei Trophys kommen. Ja, sehr nice. Da ist schon die erste. Optimist. Und da ist schon die nächste. So, dann laden wir Speicherstand Nummer 3. Na, wo sind wir hier? Da. So. Und wählen jetzt hier Visit Police Archives. Actually, I'm kinda busy right now. Study the blueprint of the underground. Also hier das erste da. Und das gibt die Trophy Kartographer oder Kartographer. Wie auch immer. Und dann wählen wir hier Option Nummer 1. Dann hier stay inside and call the police. Visit the store. Follow Wara. Meet with Adin. Is it me? You'll just have to be careful. I wish I could do that with my feet. You could try it if you like. I agree. Yes, please. Und jetzt legen wir wieder einen Speicherstand an in Slot Nummer 5. So, na, wo sind wir dann da? Da. Und jetzt wählen wir hier die letzte Option. Just a souvenir for when I get back home. Da gab es eine Trophy. Jetzt laden wir den Speicherstand Nummer 5, den wir gerade angelegt haben. Und wählen jetzt hier Option Nummer 2. Na, gibt ja auch nichts anderes mehr. Also die 3 gibt es ja nicht mehr. Und wählen jetzt hier bei der nächsten Angel. So, jetzt legen wir hier wieder einen Speicherstand an. In Slot Nummer 6. Und wählen jetzt No. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. Entschuldigung. I'll do it. Visit the witness. Rest in your apartment. Yes, I want to skip ahead. Meet with Adin. I'll do it. Get some well-deserved rest. Add in. So, jetzt müsste die Trophäe Getaway kommen. Jawohl, sehr nice. Dann laden wir Speicherstand Nummer 6. Und wählen diesmal Yes. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. I'll do it. Visit the witness. Rest in your apartment. Yes, I want to skip ahead. Meet with Adin. Yes, I want to skip ahead. I'll do it. Get some well-deserved rest. Add in.
Und dann müsste jetzt eine weitere Trophäe erscheinen. Jawohl, sehr nice. So, dann starten wir ein neues Game. So, skippen das Ganze wieder. Und weiter geht's hier. Ha. Ist noch ein bisschen. Ja, haben wir jetzt hier. Ja, 40 Minuten. Haben wir noch eine Kleinigkeit. So, yes, I want to skip ahead. Meet with Anna. Hey, Anna. Not very long. I see. What a lucky coincidence. I would be my pleasure. It'll also take of a coffee. A coffee, please, besser gesagt. I think she was just trying to be friendly. It does. I was just asking a question, that's all. Okay, I guess you don't like questions then. Anything to get you to shut up about work already? If that's what you want, so be it. Hasig Eckhill? It was a lucky guess. Three. None of these. So, da gibt's die nächste Trophy. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. Visit Tatsu Park. Look at the map. South toward the political district. Approach the dragon. I have no idea. I have to admit, they are pretty funny. Ask about your visit. Ask about her job. Ask about Tatsu Park. That's all. Go back. Stop searching the park. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. Meet with Emira. That I am. I do. Sure do. Maybe. It goes well with your makeup and jewelry. I don't know how. Not at all. Apparently I do. Meet with Anna. Wait. Try to get into her lab. Take it. Losing track of time happens to the best of us. It prefers someplace inside. That's cross. You're a bad girl, Anna. Offal. I have no idea. That'd be wicked cool. You're a wild one, Anna. I feel like a wild animal. I can see your point. How nice of us to leave some for him. I don't know. Yes, I want to skip ahead. Visit the production facility. What happened the last time you saw him alive?
Can you tell me what happened when you found him? What was your relationship to him? You seem very calm for someone who's... That's all. Go to the portal. Meet with Anna. I wouldn't miss an opportunity to meet you. What does dancing dragon look like anyway? Whatever. Because it is. Says the queen of complaining. Go ahead and poke me if you need to. Nothing. Yes. There are no ulterior motives. Probably not. Yes, ma'am. No need to point out the obvious. What do you have against him? A lot. Why don't you print them out and have them framed? Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. I'll do it. Visit the witness. West in your apartment. Yes, I want to skip ahead. Meet with Anna. So, und jetzt machen wir erstmal nochmal Speicherstand. Und zwar in Slot Nummer 7. Zack. Und dann werden wir hier Don't Say Anything. Truth is what I feel is right. I was smitten with you since the first time I saw you. If you say so, get some well-deserved rest. Anna. Nice, da ist die nächste Trophy. Wir laden Speicherstand Nummer 7. Und wählen jetzt hier Tell here you know about the here cancer. Also hier das zweite. Yes, I want to skip ahead. I was smitten with your signs the first time I saw you. If you say so. Get some well-deserved rest. Anna. Und da ist die nächste Trophy. Und wir starten den vierten Durchlauf. Da ist noch ein bisschen, ich glaube, sogar noch einer mehr. Wenn ich mich nicht irre, sind sogar doch 5. Okidoki, dann starten wir ein neues Game. Yes, I want to skip ahead. Meet with Sebastian. Nummer 2. Yeah. Sing me up. So I'm supposed to just sleep on the ground. Not like this. You've been doing a great job so far. What can you tell me about the land? What can you tell me about the people? What is it like to work with Price? What's like having so many different species on the force? Do you have any special recommendations or secrets I should know about this town?
Ja, das hätte ich noch nicht mal ein bisschen vorlesen, denn es gibt sowieso keine andere Auswahl. Aber ja, ich will das Ganze ja auf jeden Fall lernen hier, ne? Also, so ist ja nicht. It's been fun so far. Of course. Und jetzt wählen wir hier Yes, let's get started. Und werden erstmal hier einen Speicherstand anlegen, ganz, ganz wichtig. Falls wir hier dieses Kartenspiel nicht hinbekommen sollten, dass wir auf jeden Fall darauf zurückgreifen können. So, jetzt wählen wir hier 2. 3. 10. Dame. Bube. 9. 4. 5. Ass. König. 8. 7. 6. Nice. Wir sind die Gewinner. Wir haben das Kartenspiel auf jeden Fall schon mal, ja, gewonnen. Sehr nice. Okidoki, weiter geht's hier. Sure. It's alright. Meet with Lorem. Well, I'm here now. Sure, go ahead. A video game? You're right about that. Stay. I'm sure of it. As long as it's based on the truth. I'm with you on this. That sounds like me kind of game. I can rub two sticks together to make fire. I guess. I suppose that's why they just mutes. Seems like you know what you're doing. You should be more careful. I can see why. Yes, I want to skip ahead. Visit the grocery story. Store. Entschuldigung. Leave. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. Meet with Lorem. It's my pleasure. He looks friendly. Yeah. Interesting. Right. What's with the little horns? As long as they aren't hurting anyone. Can I still talk? I did. Really? Sounds interesting. Same as mine then. Really? I took full pose. He sounds fun. Spent the day reading. I don't know. Yes, I want to skip ahead. Visit the store. Follow Vara. Go to the portal. Meet with Lorem. Sounds like fun. If got a pen. Math. Look inside the windows. Investigate the water truth. Examine the walls. I like going for walks in the woods. It's just a myth anyway. Dreams can always be weird, tough. Alright. Get some well-deserved rest.
Yes, I want to skip ahead. I'll do it. I'll be sure not to miss it then. Visit the witness. Rest in your apartment. Yes, I want to skip ahead. Meet with Lorem. I'll take that as well. Pepperoni. I don't mind. Get some well-deserved rest. Lorem. Speicherstand anlegen. Leave it. Ja, sehr nice. Dann laden wir den Speicherstand Nummer 8, 9, Verzeihung, Nummer 9, den wir gerade angelegt haben. Und wählen jetzt hier Take this 4. So, dann starten wir ein neues Spiel. Also es wird noch ein bisschen gehen. Es gibt wohl noch jede Menge. Ich glaube, es sind doch 6 sogar Durchläufe. Es nimmt kein Ende, Leute. Aber danach haben wir es. Also es ist nicht mehr viel. Also den letzten müssen wir auf jeden Fall nicht komplett spielen. Das ist schon mal sehr gut. So, yes, I want to skip ahead. Meet with Bryce. Just one. Me too. I'm in. Let's burn some brain cells. Heck no. I'm not buzzed. I'm heaving a drinking contest with a dragon. That's my tactic. Maybe. You never said that was a rule. Why are you so damn attractive? Mine. Your move, chief. If you think I'm giving up, you're mistaken. I know when I've had enough. And it's now. Fine. Put some pepper on his nose. Good morning, sunshine. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. Visit the grocery store. Who was that? Do you remember Reza coming here? Just browsing for now. Go back. Leave. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. Meet with the store clerk. You look kinda cute in it. Tough. Let's hope his body doesn't. Piano. Let's try something else. It's alright. Classical. Stop it. Rock. Turn it off. It makes for nice background music. This. Ach, nee, sorry.
Das war schon eins zu weit. Electronic. Jetzt Turn It Off. Und jetzt It Makes For Nice Background Music. So, da bin ich schon eins zu weit gewesen. Orchestral. Turn It Off. That Was Pretty Decent. Soundtrack. Turn It Off. I Like It. Und da ist die nächste Trophy. Keep It. I Agree. Meet With Price. Thanks For The Invitation. Is This A Bad Time For Me To Visit? Meet With Friends. Sure. Looks Nice. You're the pinnacle of masculinity. Not that didn't mind grabbing your tight. Flex your own pony muscles. Maybe he's right about Weezer. Likewise. Sure. Und jetzt machen wir nochmal einen Speicherstand in Slot Nummer 10. Und wählen Examine the Blanket. Laden Speicherstand Nummer 10. Look at the Magazine. Wir laden wieder Speicherstand Nummer 10. Stretch your legs a bit. Der Leg Stretcher. Aha. Geiler Name für die Trophy. Muss ich sagen. Leg Stretcher. So. Dann wählen wir hier das erste da. That's just the way we are. Show him. That was awesome. Do nothing. If probably seen worse. I don't know. Yes, I want to skip ahead. Visit the store. Follow Vara. Go to the portal. Meet with Bryce. Sure. Hey, Sebastian. Hey, Maverick. I don't want to disappoint you, but I do. Tell here how you really feel. What scares? Ask him about the map. There's no feet for you to sleep on the floor. The couch is big enough for both of us. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. Dann legen wir wieder einen Speicherstand an. Slot Nummer 11. Don't say anything. I'll do it. I'll do it, besser gesagt. I'll be sure not to miss is it then. Visit the witness. Rest in your apartment. Yes, I want to skip ahead. Meet with Price. If I have to. Quatsch. Wo sind wir? I want to skip ahead. Sorry, ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Hier wählen wir Option Nummer 2. Accept. Get some well-deserved rest. Price. Nice. So, dann laden wir Speicherstand Nummer 11. Und wählen diesmal Tell Merrick to wait.
I'll do it. I'll be sure not to miss it then. Visit the witness. Rest in your apartment. Yes, I want to skip ahead. Meet with Price. Yes, I want to skip ahead. Und diesmal wählen wir hier auch wieder die Nummer 2. Accept. Get some well-deserved rest. Und Price. So, da ist die nächste Trophäe und jetzt starten wir den letzten Durchgang. Ja, der wird auch nicht mehr so lang und dann sollten wir hier endlich die Platin haben. Ich trinke mal noch schnell einen Schluck hier. So, also wir starten ein neues Spiel. Und let's go. Yes, I want to skip ahead. Meet with Anna. Yes, I want to skip ahead. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. Visit the grocery store. Who was that? Do you remember Risa coming here? Leave. Visit the production facility. Has Risa been here frequently? How long have you known Anna? What kind of research is Anna doing? What kind of research are you doing? That's all. Yes, I want to skip ahead. Meet with Lorem. Yes, I want to skip ahead. Spend the day reading. I don't know. Yes, I want to skip ahead. Visit the production facility. What happened the last time you saw him alive? Can you tell me what happened? Then you found him? What was your relationship to him? You seem very calm for someone whose collage was just murdered. That's all. Stay inside and call the police. Visit the store. Follow Vara. Order some lunch. You're soaked. Why don't you come in? Yes, I want to skip ahead. Get some well-deserved rest. Yes, I want to skip ahead. I'll do it. I'll be sure not miss it then. Visit the witness. Rest in your apartment. Yes, I want to skip ahead. Meet with Remy. Yes, I want to skip ahead. How about you invite me to dinner sometime? Get some well-deserved rest. And everyone. Hope, da ist die Gold Trophy und da ist endlich unsere begehrte Platin, ja, nach einer Stunde und 11 Minuten, knapp, ja. Also Leute, ja, ich hoffe wirklich sehr, ich konnte euch mit diesem Platin Guide etwas helfen. Es war wirklich der längste textbasierte Guide von einem Game, den ich gemacht habe. Ich musste noch nie so viel auf Englisch vorlesen.
Wie gesagt, ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich gehe davon aus, dass ich das ein oder andere Wort wahrscheinlich wirklich, wirklich falsch ausgesprochen habe. Aber ja, ich hoffe dennoch, das Ganze hat euch etwas geholfen. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich das dann in Zukunft weiter so machen soll, wenn die textbasierten Games so lange sind. Oder ob ich es dann lieber halt mit Option 1, 2 oder 3 titulieren soll. Ja, könnt ihr mir auf jeden Fall schreiben. Ja, seid da ruhig ehrlich. Und ja, sagt mir bitte eure Meinung darüber. Würde mich natürlich freuen. Ja. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass ihr jetzt die Platin natürlich dementsprechend auch habt und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze dennoch meines schlechten Englisches gefallen hat, ja, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Ganze. Wenn ihr das noch nicht getan habt, abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr auch keines meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus.